Hallo und herzlich willkommen heute in einem neuen Video. Ich spiele die Einführung, also das Trainingmodul zu der SW1000R. Ich starte auch gleich. Ich habe mir vorgenommen, mal alle Einführungen zu spielen zu allen Lokomotiven. Ich werde jetzt nichts sagen, wenn dann der Sprecher kommt. Willkommen in dieser dieselelektrischen Rangierlokomotive SW1000R in M-Track-Lackierung. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren und Halten sprechen. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ich wollte gerade was sagen. Okay, ich gehe ja schon. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Ah, hier kann man nach außen rum. Hm? Was knistert denn das? Hört ihr das auch? Ist das der Motor? Okay, ich setz mich mal. Die Hauptmotorsysteme benötigen Energie, damit der Motor gestartet werden kann. Generatorfeldschalter an. Der PN-Schalter muss zurückgesetzt werden, bevor die Lokomotive gestartet werden kann. Dazu wird die Fahrerbremse auf Notfall gestellt und dann wieder auf gelöst. Auf Notfall? Okay. Der Motor ist nun bereit. Halten Sie den Hauptgriffschalter auf Start gedrückt, bis der Motor läuft. Ah, da muss ich darüber gehen. Ah, draufbleiben. Durch die Führerstands- und Instrumentenbeleuchtung können Sie im Inneren des Führerstands besser sehen. Die Außenbeleuchtung ist wichtig, um alle um uns herum wissen zu lassen, dass eine Lokomotive in Betrieb ist. Stufenbeleuchtung. Der Hauptbehälter benötigt einen Moment, um aufgeladen zu werden. Dies können Sie sehen, indem Sie auf die Bremsdruckanzeigen schauen. Ah ja, jetzt kommt er. Also wie gesagt, ich habe die Lok noch nie gefahren. Ich spiele das Tutorial zum ersten Mal. Ich lasse mich überraschen. Um sicherzugehen, dass die Lokomotive sich während der Vorbereitungen nicht bewegt, sollte die unabhängige Bremse eingelegt werden. Ich muss gerade die Lok begutachten.
volles Anlegen. Andere Seite. Die unabhängige Bremse hält den Zug fest. Daher können die restlichen Bremsen losgelassen werden. Der Richtungswender muss zur Verwendung eingesteckt sein. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Lösen Sie nun die unabhängige Bremse. Bei der kann man die Fenster nicht öffnen. Ah, das kann ich nicht, weil das Tutorial ist. Erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren. Ich wollte Gott sagen, ich habe Feuer gemacht, aber nein, ich fahr zu. Nun, da der Zug sich bewegt, ist es möglich, mehr Kraft einzusetzen und sich auf das Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit zu konzentrieren. Also, falls ich irgendwie abwesend wirke, das liegt daran, dass ich hellauf begeistert bin wie ein Kind. Schubbetrieb ist eine auf ebener Strecke eingesetzte Methode, um effizient eine konstante Geschwindigkeit einzuhalten und die Triebwerksbelastung und die Wartungsanforderungen zu vermindern. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. Ich find's geil. Ich bin wie ein Kind, wo Weihnachten hat, wo ein Zug bedienen kann. Nutzen Sie den Leistungsregler und die Farben. Okay. Auf der Taste T kann man schauen, was die Aufgabe ist. Oder hier runterscrollen. Ja, ich finde es genial, das Spiel. Also ich werde es unterstützen und auch in Zukunft neue Logs kaufen und so. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn die mehr Geld zur Verfügung hätten, wie große Entwicklerstudios, was da alles Möglichkeiten gäbe mit Multiplayer und so weiter. Ich meine, es sieht ja jetzt schon sehr genial aus, also ich finde, es ist jetzt schon sehr detailliert umgesetzt und so. Aber ihr wisst ja das selbst, wenn man Simulationen spielt, ist man meistens ja so ein bisschen der Perfektionist. Und da achtet man auf Details, die, ich sage jetzt, normale Leute oder Gamer nicht drauf Acht geben. Und ja, ich weiß, dass ich zu schnell fahre. Aber ich bin da gerade um die Lok begutachten, die Details am Anschauen.
Also ich werde wahrscheinlich das Spiel dann auch öfters mal auf Twitch streamen, um auch ein bisschen Werbung zu machen für das Spiel, weil ich denke, wenn da der eine oder andere sich das Spiel auch noch kauft und das unterstützt, ich halt mal an. Ich muss noch weiterfahren in dem Fall. Hm? Was ich auch genial finde, ist, dass die da so ein Rangsystem eingeführt haben und so Szenerien, Trainingsmodule und so, wo man... Ist das so gewollt hier eigentlich, dass ich da noch weiterfahre? Um die Geschwindigkeit zu steuern steht. Also die Anzeige da unten rechts ist auch spitze für Anfänger gemacht wie mich. Auch dass man jetzt aufstehen kann und so und alles begutachten. Ich finde es Hammer genial. Ich schaue gerade, dass ich nicht zu schnell fahre. Ah, Fahrersitz bewegen, okay. Ich finde es genial, was man da alles machen kann. Ich wollte gerade sagen, ich will gerade rausgehen und da rumlaufen, aber das geht hier anscheinend nicht. Wenn Sie sich dem Unfallgleis A nähern, beginnen Sie ein wenig Bremskraft aufzuwenden, um sanft zum Stehen zu kommen. Ah, okay. Das heißt, ich muss mich wieder setzen. Jetzt müsste ich ein bisschen Gas geben wieder. Aber die Details und so sind echt genial gemacht, muss ich wirklich sagen. Was auch super ist, ist eben, dass vieles jetzt auch wirklich... Ah, hier könnte ich sogar die Handbremse anziehen. Also für Leute, die mit Simulation nichts anfangen können, denken wahrscheinlich, ich habe eine Schraube locker. Aber für Leute, die gerne Simulationen haben, werden wahrscheinlich nachempfinden können, was ich da mache. Also wie gesagt, wenn wir das Spiel weiter unterstützen und so... Ihr seht ja schon, wie detailliert das alles gemacht ist. Ich muss ein bisschen die Entfernung im Auge behalten, damit ich da nicht drüber donnere. Und die Geschwindigkeit habe ich schon überschritten. Aber ich denke, es sei mir verziehen, weil ich da gerade tierisch Freude dran habe. Das wäre natürlich Hammer. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Es gäbe
dieses Spiel mit Multiplayer zum Beispiel auf einer großen Karte. Und jeder könnte da Loks bedienen etc. Man könnte einander über den Weg laufen, fahren, je nachdem. Und jeder hätte so wie in einem Rollenspiel eine Aufgabe. Einer macht mehr Personenverkehr, der andere mehr Güterverkehr oder so. Und kann dann Level und Erfahrungspunkte aufsteigen und so, das wäre schon irgendwie genial. Oder man könnte eine Firma gründen und so fast richtig wirtschaftssimulationsmäßig dann auch wirklich muss ich die Lok da hin verschieben? Nee, ich glaube nicht. Dann müsste ich gleich bremsen. War das gerade ein Kojote da in der Ferne, wo man gehört hat? Jetzt war es dann eine Ente oder Donald Duck und Scheiß, die Wand, dann wäre ich dann blöd dran. Ja, ich glaube, ich muss abbremsen. Ich werde das jetzt über die Tastatur machen. Ein bisschen geht noch. Ich muss nicht mit der Lok dorthin, oder? Jetzt wird dann... Ja, jetzt ist der Punkt erreicht. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieser Lokomotive durchgegangen. Ich wollte gerade noch die Bremse anziehen. Errungenschaft freigeschaltet. Also das ging jetzt wahrscheinlich länger, als man eigentlich gebraucht hätte. Aber ich genieße solche Spiele. Ich finde die unheimlich entspannend und ja, ich weiß nicht, vielleicht ein Simulationsfan kann das vielleicht nachvollziehen. Der begutachtet alles, genießt das, der saugt das auf wie ein Schwamm. Und andere sagen dann, der hat einen an der Laterne, aber das ist mir eigentlich Wurst. Das heißt, jetzt hätte ich die drei abgeschlossen. Ich sehe gerade, das Video ging schon 18 Minuten. Ich werde das hier mal beenden und dann ein neues Video machen, so ein bisschen aufteilen. Könnt ihr die euch in Ruhe mal anschauen oder so, wenn ihr das mögt. Und die nicht, halt nicht. Aber ihr merkt, ich bin da frisch verliebt. Ja gut, vielen Dank fürs Zusehen. Bis ein andermal. Auf Wiedersehen. Danke und viel Spaß im Spiel. Bye bye.